Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Naturaplan Regenbogen, Sie sehen ihn gerade hinter mir aufgehen, kennzeichnet bei GOB landwirtschaftliche Produkte, die dem Anspruch an naturnäheren Anbau und die artgerechte Tierhaltung gerecht werden. Ein bisschen einfacher ausgedrückt heisst das, dass beim Gemüse oder bei den Früchten der Einsatz von Dünger- und Pflanzenschutzmitteln stark eingeschränkt wird, beim Fleisch, dass Kälber bei den Müttern aufwachsen und artgerecht gehalten werden, und beim Joghurt, dass die Milch von Bauernhöfen stammt, wo nach der Richtlinie von der Vereinigung Schweizerischer Biolandbauorganisationen, VSBLO, geführt werden. Ganz ähnlich ist das beim Biobündner Bergkäse, der jetzt neu bei GOB erhältlich ist. Fast zuhinterst im Rheinwald, nicht weit weg vom San Bernardino-Tunnel, haben die Bauern, die die Milch für den GOB Bio-Bergkäse liefern, vor einiger Zeit umgestellt und bewirtschaftet ihre Betriebe nach der strengen Richtlinie von der VSBLO, der Vereinigung Schweizerischer Biolandwirte. Auf chemisch-synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel wird komplett verzichtet. Gentechnologische Eingriffe zur Steigerung der Milchleistung sind beim biologischen Landbau absolut verboten. Und artgerechte Tierhaltung ist eine Selbstverständlichkeit. Alles beste Voraussetzungen für ein Produkt von ausgezeichneter Güte, einem Biobündner Bergkäse, wie ihn der Dionys Zinsli in seiner Käserei in Nuffen herstellt. Von Anfang November bis Ende August wird in dem Einmalbetrieb gekäset. Dreimal am Tag und ausschließlich mit biologischer Rohmilch. Hergestellt wird ein Halbherdkäse von 4 bis 5 Kilo Gewicht, fein im Teig, mit sparsamer Lochung und einem typischen Bergkäsearoma. Gut 4,5 bis 5 Monate aufwendige Pflege braucht es, bis Dionys Zinsli seinen Käse die nötige Reife erreicht hat und als Naturaplan Biobündner Bergkäse in unsere Läden kommt. Produkte wie der Biobündner Bergkäse von GOB, die nach der strengen Richtlinie vom VSBLO hergestellt worden sind, werden mit dem Naturaplan-Signet und den Bioknospen speziell gekennzeichnet. Wenn Sie also das Gütesiegel auf einem Produkt von GOB sehen, haben Sie Gewähr, dass es garantiert biologisch hergestellt worden ist. Bergkäse zum Apero? Ja, warum eigentlich nicht? Wer es aber lieber ein bisschen knuspriger hat, dem kann ich GOB Exklusivmarken und Neuheit Snacks empfehlen. Snacks ist anders. Rädli für Rädli knusprig und knackig. Zum Apero, zum Fernsehschauen oder zwischendurch. Snacks, die neue knusprige Knabberidee gibt es Natur oder mit Paprika gewürzt. Und auch der Preis stellt auf. Machen Sie den Vergleich. Snacks, die Knuspersnacks, die es nur bei GOB gibt. Im Vergleich zu anderen für Diabetiker geeignete Produkte sind die Arni-Waffeln besonders günstig. Der unverfälschte Vanillegeschmack kommt nicht von ungefähr. Für den leichten Genuss wird nämlich ausschließlich naturreiner Vanille verwendet. Und trotz der Zuckeraustauschstoff und dem Saccharin spürt man kaum einen geschmacklichen Unterschied zu normalen Waffeln. Waschen und glätten kann ja ganz schön stressig sein. Und darum ist man froh um jede Neuheit, die einem diese Arbeit erleichtert. Also mit Waschen und Bügeln und ich habe keine Zeit verblöteln. Und genau darum wäsche ich mit dem neuen Iaxa Compact. Die Wäsche wird sauber und dank der neuen Bügelhilfe ist mein Hemd schon halb gebügelt. Ich stehe aufs neue Iaxa Compact nicht zuletzt wegen dem Nachfüllbeutel. Iaxa Compact, das Waschmittel für weniger Bügelstress. Iaxa, und die Sache ist bügelt. Iaxa, oder mit anderen Worten, richtig eingekauft, ist schon halb gelettet. Das Gleiche gilt sicher auch für unsere Aktionsangebote, wo Sie von morgen an wieder in unseren Läden werden antreffen. Ein Kilo Bananen kommen Sie bei GOB über für nur 1,80. Ein Kilo Emmentaler Mild gibt es offen oder verpackt für nur 15 Franken. Und ab 3 grossen Tauben Tommy-Mayonnaise ist jede Taube 70 Gramm günstiger. Schweinix kommen Sie jetzt 20% günstiger über, und zwar jedes Stück von Ihrer Wahl. Frottierwäsche in verschiedenen Farben ist jetzt besonders günstig. Das Handtuch kostet zum Beispiel nur 5,90. Und jetzt noch der GOB Preisabschlag. Der Langnese-Honig, flüssig oder feingrämig, kostet nur noch 4,60. Und in Ihrem GOB-Restaurant offeriert der Küchenchef diese Woche Wiener Schnitzel mit Pommes frites und Blumenkohl für nur 9,90. So viel für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem GOB-Studio. Am nächsten Mittwoch spielen wir dann ein bisschen Zukunftsmusik und zeigen Ihnen am Beispiel von einem Pilotprojekt, wie man in ein paar Jahren bei GOB wird einkaufen. Bis dann, auf Wiedersehen.